So, da sind wir zurück. Ich habe die letzten Bäumchen habe ich auf dem Hänger. War ganz schön mühsam, die da drauf zu kriegen, aber gut. Frankie hat mich angerufen. Er meinte, eine Bekannte von ihm muss unbedingt heute noch, also jetzt, obwohl es schon fast dunkel ist, muss unbedingt heute noch geerntet werden auf Feld 3. Da sollen wir mit seinem Drescher mal vorbeifahren. Das müsste hier hinter dem roten Haus irgendwo sein, was man da sieht. Gucken wir mal, ob wir das geregelt kriegen. Sagen, dann hauen wir erstmal das Holz noch schnell weg. Und dann schnappen wir uns mal den Drescher und fahren da mal hin. Dann wollen wir ihm doch den Gefallen tun. Also kaum auf der Karibik, nur am Arbeiten. Mann, 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 Mann. So. Dann können wir eigentlich den Anhänger auch hier stehen lassen, ne? Das machen wir, glaube ich, auch. Machen eben die Spanngurte auf. Dann kuppeln wir den mal ab. Und verkaufen wir das Holz noch schnell. Zack. Gab es noch mal ordentlich Geld. Ach, da haben wir den Mulcher schon wieder raus. Ist ja Wahnsinn. So, müssen wir noch eben hier rüberfahren. Müssen wir vielleicht auch schon mal einen Hänger, da ist er, uns schnappen. Können wir den schon mal zum Feld hinfahren vielleicht. Gucken wir mal, wo Feld 3 ist. Es müsste theoretisch da blinkt's. Ich weiß nicht, ob man von hier aus hinkommt. Müssen wir mal eben testen. Ja, da kommen wir so nicht direkt hin, ne? Ne, da hinten ist es. Fahren wir mal über das gekalkte Feld hier rüber. Und drehen mal. Kommen wir über den Marktplatz dahin. Das wäre jetzt noch eine Frage. Das könnte ich mal ausprobieren. Weil hier ist schon alles düster und dunkel. Können wir hier durch die Hecke fahren? Ja. Ein Steinchen vorbei. So, das Feld hier muss geerntet werden. Ja, da haben wir ja ein bisschen was zu tun. Naja, gut, dann holen wir mal den Drescher. Beim Laufschritt. Ich frage mich echt, wo die ganzen Leute sind. Kann doch nicht sein, dass die alle weg sind. Also die Beweglichen. So. Drescher, da ist er. Eieiei, ob das Ding überhaupt wirklich funktioniert? Ich bin mir da unschlüssig. Kriege ich das Ding an? Mal gucken. Oh ja, läuft. Läuft. Klack. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Mit dem kann ich aber, glaube ich, nicht da durchfahren. Dann werde ich hier ganz außen rum müssen. Also alles machen will ich. Irgendwo ist wahrscheinlich ein Fest. Die sind alle auf irgendeinem Fest. Tanzen schön, machen schön Musik, haben Spaß. Und ich darf hier noch dreschen. Eieieiei. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen.
Also hier laufen sie auch nicht rum. Oh, das Feld hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, glaube ich. Unkraut ohne Ende drauf. Eieieiei. Ups. So. Hier haben wir ein bisschen Freifläche. Stellen wir den hier hin. So, abkoppeln. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der einzige Drescher auf der Insel hier. Hat Frankie natürlich immer jede Menge zu tun. Kein Wunder, dass der immer Urlaub macht. Also schon fast zufrieden, dass ich hier. Ich bin schon überlegen, ob die absichtlich mein Bötchen kaputt gemacht haben, damit ich ja hier bin und für die arbeiten kann. Ach, wer weiß das schon. So. Legen wir mal los. Ei, ist das Ding laut. Meine Fresse. Ist das ein lauter Drescher? Ah, da vorne die Ecke kann man nochmal schnell mitnehmen. Ah. Machen wir hier unten den Zipfel schon mal komplett weg. Boah, und Steine liegen hier überall drauf. Tonnenweise. Bin immer gespannt, wie lange das Equipment hält hier. Da kannst du wahrscheinlich nach jedem Ernten kannst du Drescher neu schleifen und neue Zinken dran machen. Eieieiei. So, gucken wir mal. Kommen wir da irgendwie durch? Ja, werden wir eine Weile beschäftigt sein mit dem schicken Teil hier. Ah ja. Also einfach ist das hier nicht, ne? Mit den ganzen Bäumen. Immer alles im Weg. Na, festgefahren. Was fehlt mir jetzt noch? Komm. Fahr raus da. Boah, muss ich meine Säge rausholen und den Ast abschneiden oder was? Ach, auch das noch. Okay. Hätte ja sein können. Lass mal gucken, dass wir uns hier wieder frei, oh, frei gefahren kriegen. Ja, das wird so nix. Na toll. Gucken, vielleicht kann ich den mit dem Traktor ein bisschen schubsen. Versuchen wir das mal. Boah, das könnte schon gelangt haben. Lenken.
Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Oh, schön Bogen um das Bäumchen. Ja. Na gut, dann ernte ich mal fleißig. So, wir haben unsere Auftragsarbeit fast erledigt. Da es schon stockduster wurde und ich ein bisschen Angst hatte, dass ihr dann eventuell nichts mehr seht, habe ich die Zeit mal ein bisschen zurückgedreht, also nicht wundern. Aber es war sonst, glaube ich, viel zu dunkel, als dass ihr noch was hättet sehen können. So, und ich habe ein Problem bei der Mission gefunden. Da wäre es vielleicht mal interessant zu erfahren, falls ihr die Map auch spielt, ob ihr zum einen die gleiche Erfahrung gemacht habt und ob oder wie ihr das dann gelöst habt. Weil, das werde ich euch gleich erzählen, ich habe ja schon einmal Ernte weggefahren und ich habe den reinen Verkaufspreis bekommen und es wurde nicht auf die Mission angewendet. Wir schauen mal eben rein. So, wir haben alles abgeerntet, wir haben 80%. Normalerweise erfüllt man ja noch mehr Prozent, wenn man die Ware dort abgibt, wo sie hin soll. Aber das funktioniert nicht. Ich habe da eventuell eine Idee, woran es liegen könnte oder wie man das beheben könnte, aber ob das dann so richtig ist, weiß ich nicht, oder machen sollte, weiß ich nicht. Ich fahre jetzt mal hier quer drüber. Und zwar soll man das ja hier zur alten Mühle bringen. So. So. Und diese Mühle ist ja nicht nur ein Verkaufspunkt, sondern die ist ja auch eine Produktion. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier auf Land gehe, kann ich das Ganze kaufen. Die Frage ist, wenn ich das jetzt gekauft hätte, ob das dann funktioniert oder nicht. Weil so funktioniert es nicht. Ich kann abladen. Ihr seht, ich bekomme den reinen Verkaufspreis. Wird mir direkt aufgerechnet. So. Aber hier ändert sich nichts. Ich kann also den Auftrag nicht abschließen. Das heißt, ich muss ihn abbrechen und dementsprechend dann Strafe bezahlen. Zack. Ja, minus 14.000 werden mir abgezogen. Das ist halt die Ernte. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen Plus gemacht habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist so. Das heißt, zumindest was Aufträge abgeht, die zu dieser Mühle gehen, die kann man nicht abschließen, sofern man die Mühle, ja, weiß nicht, ob sich's ändert, wenn man sie kauft, ob es dann funktioniert. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Na gut, nichtsdestotrotz haben wir dem lieben Frankie den Gefallen getan und haben
seiner Freundin eben das Feld abgeerntet. Aus diesem Zweck werde ich jetzt, tada, 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 den Hänger erstmal wieder hier hinstellen. Aber das mache ich, oh, gegen den Baum fahren ist nicht gut. Ah. Das mache ich aber so. Weil Deichselanhänger, rückwärts fahren und Deichselanhänger, wisst ihr, ist kein einfaches Unterfangen.